Ela K. liest für euch Harry Potter Fanfictions. Viel Spaß! Fall 13. Das Leben der Anderen, Teil 1. Anmerkung der Autorin: Da sich Joanne K. Rowling in ihren Büchern bei den magischen Geschöpfen an den Märchen und Sagen der realen Welt orientiert, tue ich dasselbe. Die folgende Geschichte resultiert mal wieder daraus und verschmilzt mit der Harry Potter-Welt. Englisches Zaubereiministerium, Büro der Ministerin. Während die Ministerin redete, starrte Harry vor sich hin. Es war 2,5 Monate her, dass er gekündigt und sich in eine Entzugsklinik hatte einweisen lassen. Seit einer Woche war er offiziell wieder im Dienst und es fühlte sich unwirklich an. Er erinnerte sich noch genau, wie er in diesem Büro gestanden hatte und sich sicher gewesen war, dass jetzt alles Wichtige für ihn vorbei war. Seine Beziehung zu Draco, seine Arbeit und seine Freundschaft zu Hermine und Ron. All dies würde Geschichte sein. Er hatte versagt, war ein schlechter Freund und Partner gewesen. Sie würden so enttäuscht von ihm sein. Und deshalb war es auch alles andere als einfach gewesen, zurückzukehren. Doch sie zeigten deutlich mehr Verständnis, als er erwartet hatte. Gerade Draco überraschte ihn am meisten. Es war für ihn wie ein Wunder, dass der andere noch immer zu ihm hielt, sein Leben mit ihm teilen wollte, obwohl er seine schlechten Seiten kannte. Und so unverständlich es ihm einerseits war, half es doch in den dunkelsten Stunden. Nie wieder sollte sein Partner ihn so erleben müssen. Er schluckte. Was er schlussendlich hatte lernen müssen, war die Tatsache, dass seine Ansprüche an sich selbst viel zu hoch waren. Ansprüche und Anforderungen, die ihren Ursprung schon in seiner Kindheit hatten und ihn nicht einmal glücklich machten. Sie dienten nur anderen Menschen. Nachdem er das begriffen hatte, veränderte sich alles für ihn. Endlich fühlte er sich frei, bekam wieder Luft und dachte voller Hoffnung an die Zukunft. Ein normaler Auror zu sein war gewöhnungsbedürftig, doch die meiste Zeit liebte er es. Es war erleichternd, nicht mehr die schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen und sich lediglich auf die eigenen Fälle zu konzentrieren. Und natürlich waren er und Draco auch wieder ein Team. Sie pendelten sich recht schnell wieder aufeinander ein. Und so war in der Zentrale bisher alles ruhig gewesen. Man gewöhnte sich daran, Harry an einem Schreibtisch unter sich zu haben. Die Kollegen gönnten ihm Ruhe und er versuchte seinerseits nicht weiter aufzufallen. Doch heute gab es Stress. Eigentlich hätte er Seamus über eine bevorstehende Durchsuchung informieren müssen, hatte es jedoch vergessen, was diesem Übel aufstieg. So eine Umstellung war eben längst nicht so einfach, wie sie es glauben wollten. Viele hielten Harry noch für den wahren Chef und hinterfragten sein Handeln nicht. Kein Wunder also, dass die Ministerin ihm nun eine Standpauke hielt. Sie hatte ihn natürlich von Anfang an darauf hingewiesen, wie schwierig diese Umstellung sein würde. »Du hast wieder auf Durchzug geschaltet, oder? Was habe ich gerade zu dir gesagt, Harry?« Er blinzelte. Sie hatte ihn ertappt. Lag es daran, dass er außer Übung war? »Du hast mich gefragt, ob ich zugehört habe«, entgegnete er dreist. Natürlich würde sie sich darüber noch mehr ärgern, doch die Wahrheit zuzugeben würde nur einen Präzedenzfall schaffen. Das kam gar nicht in Frage. Ein böser Blick traf ihn. »Wie du meinst. Ich wollte es dir leichter machen, aber es geht auch anders. Hier, nimm diese Akte und geh. Draco und du habt einen neuen Fall. Einlesen musst du dich jetzt selbst und...« Sie funkelte ihn energisch an. »Komm ja nicht zu mir gelaufen, um dich zu beschweren. Ihr seid die Einzigen, die in der Sache ermitteln dürfen.« Harry verzog das Gesicht. Am liebsten würde er nun schon rein aus Prinzip protestieren, doch er ließ es sein. Sie saß am längeren Hebel. »Schön«, entgegnete er widerstrebend. »Ich bin ein braver Auror und tue, was die Ministerin sagt. Darf ich jetzt gehen?« Sie seufzte. »Ach, Harry, ich freue mich trotzdem, dass du wieder da bist, weißt du?« Er hielt inne und sah endlich richtig auf. Es schien ihr gut zu gehen, sie wirkte entspannter als früher. Ob es an ihrem neuen Teilzeitassistenten lag?
Wladimir Zdravko hatte ihren Bitten endlich nachgegeben und arbeitete seit einigen Wochen für sie. »Ich freue mich auch«, sagte er ehrlich und lächelte sie an. »Sehen wir uns heute Abend?« »Aber natürlich«, versicherte sie ihm sogleich. »Ich komme auf jeden Fall. Du kannst dich auf mich verlassen und auch auf Ron.« Wieder lächelte er. »Danke«, und mit leidender Stimme fügte er hinzu, »dann mache ich mich mal an die Arbeit.« Ihr Land, Derrybrine. Obwohl er schon oft in diesem Land gewesen war, fühlte es sich anders an, nachdem er selbst hier gelebt hatte. Wenngleich sein Zuhause eine Klinik gewesen war, konnte er viel über Land und Leute lernen. Nun würde er wohl sehen, ob es ihm vom Nutzen war. »Gab es das überhaupt schon?«, fragte Draco mit einem Leuchten in den Augen. Er schien sich über ihren Auftrag zu freuen und drehte seinen langen Zopf, während er sich umsah. »Bist du schon jemals von ihnen gerufen worden oder ein anderer Auror?« Auch Harry hielt Ausschau. Sie warteten auf ihren Führer. Allerdings blickte er immer wieder zu seinem Partner hinüber, fühlte die starke Anziehung, die von ihm ausging. Er liebte sein langes Haar, die weiche Haut, seinen unvergleichlichen Duft und die stählerne Stärke, die er in letzter Zeit unter Beweis stellte. Seit er zurückgekommen war, hatten sie sich nicht mehr getrennt. Harry hatte ihn unglaublich vermisst und war nach ihrem Treffen einfach bei ihm geblieben. Es überraschte ihn immer noch, wie sehr sein Körper, aber auch sein Geist diesen Mann wollten. In der Klinik hatten sie wöchentliche Dates gehabt, viel geredet und sich geliebt. Obwohl es ihm zu Anfang unmöglich schien, schmiedete dieses Erlebnis sie noch fester zusammen. Sein Herz machte einen Sprung, als Draco ihn eindringlich ansah, in sein Inneres zu blicken schien. Dann stellte sich Verwirrung ein, als sich eine seiner Augenbrauen hob. »Harry, haben Sie jemals einen Auror gerufen?« »Von was sprach der andere nur?« Er runzelte die Stirn, dachte nach. »Ach ja, richtig, der Auftrag von Hermine.« »Nicht, dass ich wüsste«, sagte er langsam, ordnete seine Gedanken und versuchte, die Bilder von einem nackten Draco in seinem Bett zu verdrängen. »Sie klären eigentlich immer alles alleine«, er rieb sich übers Kinn. Seine Rasur war heute Morgen nur notdürftig ausgefallen und daher war es voller Stoppeln. »Du weißt doch, wie sie sind«, fuhr er fort. »Und ich bin mir nicht sicher, warum wir heute gerufen wurden. Unsere letzte Zusammenarbeit war etwas holprig, meinst du nicht?« Draco trat dichter neben ihn. Sein Blick bohrte sich in Harrys. »Geht es dir wirklich gut?« fragte er mit gesenkter Stimme. »Auch wenn Hermine gesagt hat, dass du den Fall nicht abgeben kannst, musst du nicht dabei sein. Wir wurden schließlich beide gerufen. Du könntest deshalb draußen auf mich warten oder gleich zurück ins Ministerium apparieren. Wir haben schließlich auch andere Fälle, die wir bearbeiten müssen.« Das brachte Harry zum Lachen. Es rührte ihn, wie sehr Draco sich um ihn sorgte. Er griff nach seiner Hand, drückte sie. »Danke, mein Lieber, du bist einmalig. Und ja, ich bin nicht gerade glücklich, weil es vermutlich wieder politisch wird.« Er stockte und horchte in sich hinein. Schließlich sagte er, »Ich komme klar, ehrlich.« Mit einem Kopfschütteln fuhr er fort. »So schnell kann man mich nicht verscheuchen. Jetzt bin es ja nicht mehr ich, der die schweren Entscheidungen zu treffen hat. Also sollte es gehen.« Ein Rascheln aus der nahen Wiese ließ Harry aufsehen. Etwas kam im hohen Gras auf sie zu. Man konnte nicht viel erkennen, sah nur, wie sich die dunklen, mit Raureif bedeckten Halme zur Seite bogen. »Da!« stieß er Draco mit dem Ellenbogen an. »Das muss unser Führer sein. So langsam wird es interessant.« Draco zog eine Augenbraue hoch. »Du bist also doch neugierig.« Die Aussage quittierte Harry mit einem Schulterzucken. »Wer wäre das nicht? Immerhin sehen wir gleich eine Welt, die den meisten Menschen verborgen geblieben ist.« Nun teilte sich das hohe Gras vor ihnen und ein Kobold trat heraus. Ein weißer Spitzbart, eine runde Brille, ein schmaler Hut und ein grauer Anzug. Diese Äußerlichkeiten hatten wenig Bedeutung und doch kam der Kobold Harry dadurch bekannt vor. »Mr. Potter?« Der Kobold hielt ihm die Hand hin. »Schön, Sie wiederzusehen.« Diese Stimme.
Während Harry dessen Hand schüttelte, erinnerte er sich an ihr Zusammentreffen in Gringotts. Plötzlich kamen die Wut und Hilflosigkeit von damals hoch, schnürten seinen Hals zu und nahmen ihm die Fähigkeit zum Sprechen. »Urk der Kluge?« sagte Draco da und hielt dem Kobold seinerseits die Hand entgegen. Ob er Harrys Gefühlschaos bemerkt und eingegriffen hatte? Es sah ganz danach aus. Allein das Wissen darum schenkte ihm Ruhe. Wärme machte sich in ihm breit. Er entspannte sich wieder. »Die Freude ist ganz unsererseits«, hörte er Draco sagen, während er die Hand des Kobolds schüttelte. Nach der Begrüßung wurde Harry gemustert. »Sie tragen es uns noch nach«, sagte Urk langsam. »Und trotzdem sind sie gekommen. Das ist genau der Grund, weshalb wir sie gerufen haben. Sie sind fair, gerecht.« Sein Blick wurde eindringlich. »Sie wollten Veränderungen, ein früheres Einschreiten? Dann helfen Sie uns. Wir haben ein Problem in unserer Welt und hätten gerne Ihre Unterstützung. Aber Ihnen muss klar sein, dass niemand von Ihren Kollegen unsere Welt betreten darf. Sie dürfen auch keine Aufzeichnungen darüber führen. Dies ist ein Geheimnis, das wir nur mit Ihnen teilen.« Überrascht blickte Harry auf. Das klang vielversprechend. Selbst wenn es wieder geheim bleiben musste. Er war gerne behilflich, wenn er Verbrechen oder Ungerechtigkeiten verhindern konnte. Vielleicht würde es also doch ein Fall nach seinem Geschmack werden. Er wandte sich dem Kobold zu. »Wir helfen so gut wir können. Zeigen Sie uns den Weg.« Ein Nicken. »Mir nach, bleiben Sie auf dem Pfad. Ich öffne das Tor, doch sollten Sie den Weg verlassen, finden Sie nicht mehr hinein und müssen auf meine Rückkehr warten.« »Verstanden«, entgegnete Draco lakonisch. In seinen Augen erkannte Harry die Vorfreude. Der Kobold suchte auch in Harrys Augen nach einer Antwort, schien sie zu finden und kehrte ihnen dann den Rücken zu. Es war schwierig für Harry und Draco, da Urk ihnen nicht gestattete, das Gras per Zauber niederzumähen, weshalb sie sich hindurchschlängeln mussten. Immer wieder peitschten ihnen die kräftigen Halme gegen die Arme oder sogar ins Gesicht. Insekten stoben auf, krabbelten an ihnen entlang oder summten um sie herum. Der Geruch von feuchter Erde und Gras hüllte sie ein. Die Luft in ihrer Nähe wurde schwerer, wärmer und der Weg vor ihnen war nur noch unscharf zu erkennen. »Bleiben Sie auf dem Pfad«, warnte sie Urk da erneut. Zuerst konnte Harry ihn nicht sehen. Vor ihm wurde es dunkler, hohe Schemen ragten auf, dann erkannte er einen Wald. Sie gingen schnurstracks darauf zu. Von einem Moment zum nächsten verschwand das hohe Gras und sie befanden sich in einem hohen Gebüsch, das sich nach vorne hin fortzusetzen schien. Harry seufzte. »So habe ich mir das nicht vorgestellt.« Draco schloss dichter zu ihnen auf. »Wenn der Weg so einfach zu gehen wäre, hätten schon viele Zauberer ihre Welt gefunden. Denn wenn ich es richtig verstehe, muss man dem Kobold nur folgen, um dorthin zu gelangen.« »Mr. Malfoy hat recht und auch wieder nicht«, ertönte von irgendwo die Stimme des Kobolds. Eigentlich musste er direkt vor Harry sein, aber er konnte ihn nicht mehr sehen. Diese Unschärfe, einem Nebel gleich, hatte stark zugenommen. Schnell blickte Harry zu Boden, entdeckte erleichtert die Fußabdrücke ihres Führers in der weichen Erde und setzte seine Füße genau darauf. »Wir sind sehr vorsichtig beim Betreten und Verlassen unserer Welt. Unsere Magie beschützt uns. Ohne meine Fußspuren, die ich absichtlich zurückgelassen habe, wären sie schon längst vom Pfad abgekommen.« Schnaufend bog Harry die Zweige auseinander. Sobald sie bei ihrem Ziel angekommen waren, würde er sich heilen müssen. Die Wanderung brachte ihm unentwegt kleine Verletzungen bei, die brannten und bluteten. Nicht schlimm zwar, doch raubten sie Energie und zerrten an den Nerven. Die Kobolde bewahrten ihre Welt deutlich besser als die Zauberer und Hexen. So viel stand fest. Irland, Welt der Kobolde. »Wir kommen in Bracknarich, der letzten Stadt der Kobolde.« Urk machte eine einladende Bewegung mit dem Arm und trat beiseite. Ungläubig riss Harry die Augen auf. Es war tatsächlich eine Stadt. Und was für eine! Das hatte er nicht erwartet. Sie war riesig,
hatte eine Menge Türmchen und imposante Gebäude. Die meisten von ihnen waren aus edlen Steinen gehauen und mit Gold, Silber oder Bronze verziert. So etwas kannte Harry eigentlich nur aus Filmen. »Wieso?« fragte er schließlich, als er seine Sprache wiedergefunden hatte. »Wieso leben so viele von ihnen in Höhlen und Ärmlichkeit, wenn sie doch so eine schöne Stadt haben?« Der Anführer der Kobolde sah ihn aus dunklen Augen an, und je konnte Harry einen Schmerz fühlen, der nicht sein eigener war. »Weil wir keine andere Wahl haben. Die Stadt ist unsere letzte Zuflucht, unser wahres Zuhause. Wir müssen sie um jeden Preis schützen. Sie ist alles, was von unserer Welt geblieben ist. Wer hier lebt, lebt hier. Verstehen Sie? Einwohner dieser Stadt dürfen sie nur im Notfall verlassen und brauchen dafür eine Genehmigung.« Seine Nase zuckte. »Es klingt wohl hart für Menschen, doch jeder Kobold hat die Wahl.« Ein Schulterzucken. »Zu Voldemort-Zeiten war sie sogar ganz geschlossen und selbst für außenstehende Kobolde nicht mehr erreichbar. Wir konnten und können es nicht riskieren, dass durch das ständige Kommen und Gehen unser Geheimnis auffliegt. Zauberer wie Voldemort kann es jederzeit wiedergeben. Und da den meisten Kobolden unsere Welt irgendwann zu klein wird, entscheiden sie sich dafür, außerhalb zu leben. So schön und perfekt es hier ist, wir sind Schaffende und diese Welt lässt sich leider nicht mehr vergrößern.« Ein erneutes Schulterzucken. »Außerdem lebt es sich in Bracknaritsch fast gefährlicher als in ihrer Welt. Nur wenige Kobolde nehmen diesen Preis auf sich.« »Gefährlicher?« fragte Draco mit einem Stirnrunzeln. »Was meinen Sie damit?« Urk seufzte. »Och, kommen Sie. Gehen wir ins Gemeinschaftshaus, das Siorkain. Dort kann ich es Ihnen besser zeigen.« Er wandte sich der Stadt zu und ging voraus. Die beiden Auroren wechselten einen Blick und folgten ihm. Unterwegs trafen sie gelegentlich auf andere Kobolde, die ihnen von offenem Hass bis zu knapper Höflichkeit jedes Gefühlsspektrum entgegenbrachten. Manchmal kam es vor, dass Urk sich ihnen scheinbar grundlos zuwandte, warnend einen Finger auf die Lippen legte und abwartete. Gelegentlich drehte er sich auch plötzlich um, scheuchte sie wortlos zurück und nahm einen anderen Weg. Nach einer halben Stunde der Wanderung kamen sie am Zielort an. Das Gemeinschaftshaus lag im Stadtkern. Es war das größte und imposanteste Gebäude von allen und ein wahres Meisterwerk. Es wunderte Harry gar nicht, eine gewisse Ähnlichkeit mit Gringotts zu erkennen. Die Kobolde waren ausgezeichnete Baumeister. Er fragte sich plötzlich, ob sie in der Zaubererwelt nicht an so manchem beeindruckenden Bau entscheidend beteiligt gewesen waren, ohne dass die Zauberer dies honoriert hatten. Es sehe seiner Art ähnlich. Sein Partner trödelte noch, blieb stehen und bewunderte die Fassaden. »Unglaublich!« rief er nun aus, die Augen auf ihr Ziel gerichtet. »Jedes Mal denke ich, kunstvoller kann es nicht werden, und jedes Mal irre ich mich. Sieh dir das an, Harry, diese feinen Ziselierungen aus koboldgearbeitetem Silber, diese riesigen Blöcke aus edelstem Marmor und diese geschwungenen Säulen, die zu schweben scheinen.« Schmunzelnd griff Harry nach seiner Hand. »Ja, Malfoy, ich weiß, es ist der Wahnsinn, aber vergessen wir nicht, warum wir hier sind.« Er deutete mit dem Kopf auf den Kobold, der auf den Stufen stand und wartete. »Es wird Zeit, etwas über den Fall zu erfahren.« Bracknaritsch, das Siorkain-Gemeinschaftshaus. Das Innere des Gebäudes war genauso prächtig wie das Äußere. Unzählige Gänge, riesige Lüster, feine Muster mit Reliefziegeln, hohe Treppen und metallverkleidete Säulen. Sie konnten sich nicht satt sehen. Zur Überraschung der beiden Auroren trafen sie auch im Gemeinschaftshaus kaum eine Person an. Überhaupt wirkte die Stadt fast ausgestorben. Inzwischen hatte Urk der Kluge sie auf einen Balkon auf den obersten Turm geführt. »Ich hoffe, Sie sind schwindelfrei. Sorgen wegen einem Absturz müssen Sie sich keine machen. Es ist unmöglich, von einem der Balkone zu fallen. Unsere Zauber verhindern das.« »Geht schon«, murmelte Draco, wenngleich er etwas blass aussah und sich in Harrys Nähe aufhielt. »Was ist denn nun Ihr Problem? Ich vermute, dies ist der Hauptgrund dafür, dass so wenige Kobolde in der Stadt leben.« »Ja,
nickte Urg und deutete hinunter. »Sehen Sie dort diese dunklen Schemen?« Mit gerunzelter Stirn beugte sich Harry über das steinerne Geländer. Es schien stabil zu sein, also beugte er sich noch weiter vor. »Seltsam, sieh mal, Draco«, wandte er sich jetzt an seinen Partner. »Dieser Schatten bewegt sich, und was macht er da? Beschädigt er wirklich das Gebäude oder spinne ich?« Fassungslos beobachtete er, wie ein Sandsturm aufwirbelte, sich ein großer Stein plötzlich lockerte und zu Boden stürzte. Draco fasste nun nach seinem Oberarm, hielt sich daran krampfhaft fest und blickte ebenfalls in die angegebene Richtung. »Es stimmt, und er ist nicht der Einzige. Da sind noch mehr. Sie schweben durch die Stadt. Und da, einer verfolgt einen Kobold. Kommt, wir sollten ihm helfen.« »Nein«, hob Urg die Hand, »schon gut, das ist Bornak. Er ist ein...« Er setzte eine nachdenkliche Miene auf. »Eine Art Aura, könnte man sagen. Mit einem der Magrach kommt er gut alleine zurecht.« Jetzt beobachtete Harry, wie das Schattenwesen von unsichtbaren Kräften zurückgedrängt wurde, verblasste und verschwand. »Sehen Sie, auch wenn wir es eine andere Welt nennen, existiert diese Stadt genau genommen im selben Universum wie die der Zauberer. Allerdings wurde sie auf starker Magie gebaut und von Koboldmagie umwoben, so dass es für Außenstehende unmöglich ist, sie allein zu betreten. Es gibt gewisse Parallelen zu Hogwarts, doch hier kommt die stärkste Magie aus dem Boden, einer Quelle gleich. Sie schützt alles um sich herum, verbirgt es und hält Außenstehende fern. Wir leben mit ihr, sind mit ihr verwoben und können sie teilweise nutzen, wenn sie uns unterstützen möchte.« Ein leises Ausatmen veranlasste Harry dazu, Draco anzusehen. Sein Partner lauschte mit großen Augen und leicht geöffnetem Mund. Das, was sie hier hörten, war für ihn genauso neu wie für Harry. Und jetzt verstand er auch, weshalb dieses Geheimnis unbedingt geschützt werden musste. Diese Magie war eine Erklärung für die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Kobolde, und wenn Zauberer oder Hexen davon erfuhren, würde ein Ansturm auf die Stadt erfolgen. Macht war ein starker Motivator. »Ich betone erneut, wie wichtig deshalb die Geheimhaltung ist. Keine Unterhaltung darüber und keine Notizen«, sagte Urg in einem Tonfall, der jeden Widerspruch im Keim erstickte. »Es wäre eine perfekte Welt gewesen, wenn nicht die Magrach erschienen wären. Sie ernähren sich von dieser Art der Magie, saugen sie aus und hinterlassen Schutt, Sand und Erde. Weil wir die Magie nutzen und schützen, greifen sie auch die Kobolde an und zerstören unsere Bauwerke.« Er nahm seinen Hut ab, wischte sich über den kahlen Kopf und blickte sie traurig an. »In den letzten Jahrhunderten kam es zu schweren Kämpfen zwischen Kobolden und Magrach, in denen die Wesen vier unserer anderen Städte zerstörten. Danach verschwanden viele ihrer Art und wir glaubten, die Lage unter Kontrolle zu haben. Wir haben die Magie unserer letzten Heimat sogar verstärkt und deren Kern so umwoben, dass die Magrach nicht mehr von ihm zehren können. Das schien sie viele Jahre lang in Schach zu halten. Wir hielten sie schließlich sogar für ausgestorben.« »Aber das hat sich jetzt geändert«, sagte Draco leise. Er hielt weiterhin Harrys Oberarm umklammert. Anscheinend fühlte er sich unwohl in dieser Höhe. »Ich kann alleine von meinem Standort aus 15 dieser Schattenwesen zählen. Manche von ihnen haben sich zu einer Gruppe zusammengetan und greifen gleichzeitig an. Ich sehe auch, wie die Koboldmagie dem entgegenwirkt, doch das wird nicht lange gut gehen.« Ich weiß, sagte Urg leise. »Hören Sie, vielleicht war es doch unklug von uns, Sie in die Sache mit hineinzuziehen. Wie Sie nun wissen, hat unser Problem nichts mit Ihrer Welt zu tun. Sie sind also nicht verpflichtet, dem nachzugehen. Vielleicht können Sie mir nur eine Frage beantworten?« Schnell sprach er weiter, ließ Harry und Draco keine Chance für eine Antwort. »Hatten Sie schon mit solchen Schattenwesen zu tun? Wissen Sie etwas darüber, was für uns hilfreich sein könnte?« Harry blickte den Kobold prüfend an. Er glaubte doch nicht im Ernst, sie würden sie jetzt im Stich lassen. Sie hatten sie gerufen und Harry wollte helfen. »Sie haben uns nicht deswegen geholt«, sagte Draco plötzlich. »Diese Wesen kennt ihr Volk schon lange Zeit, während es bei uns Menschen höchstens Märchen darüber gibt.
Warum erzählen Sie uns nicht, wie wir Ihnen tatsächlich helfen können?« Der starre Blick ihres Gegenüber sagte alles. Draco sprach die Wahrheit. »Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee war«, entgegnete der Kobold schließlich langsam. »Sehen Sie, wir beobachten schon seit Jahren Ihre Politik, Mr. Potter, Ihre und Mrs. Granger Weasleys. Sie geben sich große Mühe, allen magischen und anderen Wesen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, ein friedliches Miteinander zu finden, und es scheint zu funktionieren. Zwar nicht perfekt, doch es ist ein Anfang. Das hat uns nachdenklich gestimmt.« Er zwirbelte seinen Bart. »Wir haben nach anderen Lösungen gesucht, statt der Vernichtung der Magrach. Immerhin ist diese bestimmte Magie ihre Nahrung. Man kann es ihnen also nicht übel nehmen, wenn sie uns angreifen.« Er seufzte. »Ach, doch andererseits werden sie so oder so aussterben. Entweder durch unsere Hand oder wenn sie die letzte Quelle verzehrt haben. Deshalb suchen wir nach einer echten Lösung. Es sollte einen Weg geben, dass jeder bekommt, was er braucht.« »Verstehe.« Draco ließ Harry los und stützte sich am Geländer ab, blickte Urk nachdenklich an. Die Höhe schien er völlig vergessen zu haben. »Dafür brauchen Sie also unsere Hilfe. Haben Sie denn schon mit den Magrach gesprochen? Ist eine Kommunikation überhaupt möglich?« Der Kobold zerdrückte fast seinen Hut. »Wir haben es in der Tat versucht«, gestand er dann. »Allerdings erfolglos. Sehen Sie, wir halten nicht besonders viel von Ihren Schubladen, in die Sie alle Geschöpfe stecken. Doch die Magrach sind...« Er zögerte. »Ihr Reaktionsvermögen und die Sprache sind beschränkt. Sie tun nicht viel mehr als essen, schlafen, sich reproduzieren und kämpfen. Ragnarok der Weise hat sogar ihre Sprache gelernt, aber es hat uns nicht viel genützt. Wie schon gesagt, diese Magie ist ihre Nahrung. Sie brauchen sie zum Überleben.« »Okay«, sagte Draco nachdenklich. »Das heißt, wir müssen eine neue Magiequelle für sie finden. Würden sie dann ihre Stadt verlassen?« »Ich denke schon«, nickte Urk. »Ragnarok kann sie dann bestimmt dazu überreden. Dort könnten sie schließlich friedlich leben.« »Zumindest eine Weile«, murmelte Draco, dessen Blick jetzt über die Dächer und Türme der anderen Gebäude schweifte. »Wir sollten uns die Stellen ansehen, an denen früher die anderen Städte gestanden haben. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die erloschenen Quellen zu aktivieren.« Der Kobold hob die Augenbrauen. »Gute Idee, aber denken Sie daran, niemand darf wissen, was Sie da tun.« Nun war es Draco, der eine Augenbraue hoch. »Sie wollen nicht mitkommen?« »Ich kann nicht«, schüttelte Urk den Kopf. »Ragnarok und ich müssen hierbleiben und die Stadt schützen, solange es uns möglich ist. Aber ich werde Ihnen Bornak zur Seite stellen. Erinnern Sie sich? Einer der Kobolde, der in unserer Welt einer ähnlichen Arbeit nachgeht wie die Ihre.« Mit gemischten Gefühlen nickte Harry und löste sich vom Geländer. Es widerstrebte ihm einerseits, gerade Urk zu helfen und nach seiner Pfeife zu tanzen, aber er konnte andererseits nicht zulassen, dass diese wundervolle Stadt vernichtet wurde und unschuldige Wesen starben. Immerhin wollten diese Geschöpfe nur überleben. Englisches Zaubereiministerium, Gesprächsraum 2. Er hatte von diesen Gruppen gehört. In seiner Therapie hatte es ähnliche gegeben. Einer solchen direkt im Ministerium beizuwohnen, war jedoch eine völlig andere Sache. Ihn überlief eine Gänsehaut, als Draco zu sprechen begann. »Bitte tragt euch in die Anwesenheitsliste ein. Ihr kennt die Regeln alle. Wer unterschreibt, der bestätigt damit, dass er die in diesem Raum geteilten Geheimnisse für sich behält und nur mit den eingeweihten Personen darüber spricht.« Er blickte Harry an. Dieser war wohl der Einzige, der die Regeln noch nicht kannte. »Wenn außerhalb dieses Raumes darüber gesprochen wird, müssen die Beteiligten sicherstellen, dass niemand sie belauschen kann. Sollte eine nicht eingeweihte Person davon erfahren, werden die oder der Verräter verflucht.« Harry hob die Augenbrauen. »Das klingt etwas überzogen.« Draco zuckte die Schultern. »Vielleicht, aber andererseits bewahren wir alle teils sehr brisante Geheimnisse. Irgendwie mussten wir sicherstellen, dass sie durch diese Gruppen nicht öffentlich werden.« »Bestimmt Hermines Idee«, dachte Harry.
In Ordnung. Er setzte seinen Namen auf die Liste und gab sie weiter. Sollte er jemals auch sprechen wollen, gab ihm diese Unterschrift die nötige Sicherheit. Es war ungewohnt, mitten in einer Ermittlung eine Pause einzulegen, um sich in einem Raum zu setzen und über Gefühle zu sprechen. Reflexion von Krisensituationen, so hieß es offiziell. Die Teilnahme war einmal im Monat Pflicht, es fanden allerdings 3 Treffen pro Woche statt und man konnte theoretisch an allen teilnehmen. Praktisch gesehen war dies natürlich unmöglich, das ließen die Einsätze nicht zu. Er hatte allerdings nicht gewusst, dass Draco eine dieser Gruppen leitete, genau wie Ron und Wendy. Zugegebenermaßen hätte er nicht damit gerechnet, vor allem nicht bei Draco. Sein Freund hatte sich mit seinen Gefühlen immer so zurückgehalten. Harry und Hermine waren die einzigen, denen gegenüber er sich bisher geöffnet hatte. Letztes Mal hat uns Matt erzählt, wie es ihm ging, als er tagelang schwer verletzt verschüttet war. Möchte einer von euch daran anknüpfen? Hat jemand Ähnliches erlebt? Draco sah von Auror zu Auror und Harry tat es ihm gleich. Er hätte mehr Ablehnung von den Kollegen erwartet. Immerhin sollten sie hier ihr Innerstes nach außen kehren. Doch überraschenderweise hob Jenkins die Hand. Der Mann sprach so gut wie nie. »Ich möchte etwas erzählen. Es ist nicht dasselbe, aber ich muss ständig daran denken und würde gerne eurer Meinung dazu hören.« »Dann bitte sprich«, nickte Draco ihm zu. Zwar konnte er ein paar Kollegen erkennen, die sich unwohl zu fühlen schienen, aber auch sie hörten zu. Als Jenkins geendet hatte, war es einer von ihnen, der dem jüngeren Kollegen beistand und ihm einen Rat gab. »Du hättest in dieser Situation nichts anderes tun können«, sagte der Mann. »Glaub mir, ich habe das schon selbst erlebt. Was du auch getan hättest, am Ende wäre es immer darauf hinausgelaufen.« Seine Stimme wurde eindringlich. »Verbuche es nicht als Misserfolg, hörst du? Manchmal ist unsere Arbeit schwer, doch sie muss getan werden.« »Ganz genau«, stimmte eine Kollegin zu. »Ich sehe es genauso und danke, dass du das erzählt hast. Sollte ich selbst in so eine Situation geraten, wird mir die Entscheidung jetzt leichter fallen.« Ein paar der anderen Auroren nickten. Harry entspannte sich. Es tat wirklich gut zu wissen, dass er ab heute ein paar Menschen haben würde, mit denen er seine Erlebnisse auf der Arbeit besprechen konnte und die ihn ernst nahmen. Sie verstanden genau, wie er sich fühlte. Warum hatte er früher nie daran gedacht? Zwar wusste er noch nicht, ob er es wagen würde, auch über seine Sucht zu sprechen, doch die ein oder andere Last würde er auf jeden Fall loswerden können. Irland, Wicklow. Draco und er hatten am heutigen Tag keine Zeit für eine Pause. Kaum war die Sitzung zu Ende gewesen, hatten sie schon zum vereinbarten Treffpunkt apparieren müssen. Obwohl Bornack der Auror, wie Harry ihn getauft hatte, jeden Moment auftauchen konnte, hielt er Dracos Hand fest in seiner. »Du warst vorhin großartig«, sagte er stolz, zog ein bisschen an dessen Arm und schenkte ihm ein warmes Lächeln. »Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du selbst so eine Gruppe leiten würdest.« Er verschränkte ihre Hände. »Es ist viel passiert, während ich weg war. Du sprichst mehr und verstehst dich besser mit den Kollegen.« Draco, der sich bisher noch unbeteiligt gegeben hatte, verzog das Gesicht und lächelte etwas widerwillig zurück. Vermutlich behagte es ihm nicht, in ihrer Arbeitszeit über sein Privatleben zu sprechen. »Das stimmt«, sagte er schließlich ruhig und begegnete seinem Blick. »Ich habe viel über mich selbst gelernt und ich habe versucht, mich weiterzuentwickeln.« Seine Hand wurde feste gedrückt. »Wir lernen nie aus, oder? Mir ist klar geworden, dass ich von dir nicht verlangen kann, dein dunkelstes Geheimnis preiszugeben und über all die schlimmen Erinnerungen zu sprechen, während ich mich selbst verstecke.« Ernst sah er ihn an. »Wir sind erwachsen, oder? Wir sollten mehr von uns erwarten als das, was andere in uns sehen, und wir sollten nicht mehr im Schatten unserer Vergangenheit leben. Ich bin nicht mehr der feige Slytherin, der sich lediglich aus der Affäre zu ziehen versucht, und du solltest nicht mehr der heldenhafte Gryffindor sein, der sein Wohl über das jedes anderen stellt und nie an sich selbst denkt. Wir sind keine Klischees, Potter.«
Dracos Blick war so eindringlich und gleichzeitig liebevoll, dass Harry ganz warm ums Herz wurde. Verdammt, wie sehr er diesen Mann doch liebte! Es war unglaublich, wie er immer nach seiner Verbesserung strebte. Harry sah, wie er wirklich war und sich um sein Wohlergehen sorgte. Mit was hatte er nur so viel Glück verdient? Seine Hand streckte sich von selbst aus, umfasste Dracos Hüfte. Er beugte den Kopf vor, sah auf die einladend geöffneten Lippen hinab und neigte den Kopf ein wenig. Erst zögerte Draco, fasste nur sacht nach Harrys Unterarm. Dann ging ein Ruck durch ihn und er reckte sich ihm entgegen, überwand die letzten Zentimeter und berührte seinen Mund. Ein Stromstoß schien von dem Punkt ihrer Berührung auszugehen, zündete ein Feuer in Harry an und schaltete sein Denken aus. Voller Verlangen legte er eine Hand an Dracos Wange, zog ihn ein Stück näher und kostete die sinnlichen Lippen erneut. Der Mann schmeckte immer so gut. Und wie er roch, sich in seinen Armen anfühlte und sich an ihn schmiegte. Was war das nur mit ihnen? Weil die erneute Berührung weitere Stromstöße auslöste und die Hitze erhöhte, zog er Dracos Hüfte dichter zu sich heran. Er wollte mehr, musste ihn überall spüren. Gequält stöhnte er auf, als Draco sich bewegte, ihre Körper sich aneinander rieben. »Hey, ihr da, Menschen!« Harry drängte Draco zurück. Was kümmerte ihn dieser Rufer? Sie würden sich einfach ein ruhiges Plätzchen suchen. »Das darf doch nicht wahr sein! Läufige Hunde, wie?« Genervt wollte Harry Draco am Arm packen und mit ihm apparieren. Ihre Arbeit würde schon nicht wegrennen, als ihn ein eisiger Luftschwall traf. Er keuchte erschrocken auf. Draco zuckte zusammen und ließ ihn los. Schon im nächsten Moment hatte er den Zauberstab gezogen, sich umgedreht und »Protego!« gesprochen. Sein Gegenüber starrte ihn unbeeindruckt an. »Wieder bei Sinnen? Ist das normal bei euch Menschen, dass ihr eure Triebe so schlecht im Griff habt? Besonders nützlich werdet ihr dann nicht sein. Warum mich Urk ausgerechnet mit euch losgeschickt hat? Ich hätte besser einen Demiguß mitnehmen sollen. Der könnte mir vielleicht wirklich von Nutzen sein.« Ungläubig blickte Harry die Person an. Hatte der Kobold das gerade tatsächlich laut gesagt? Das Geschöpf reichte ihm etwa bis zur Hüfte, war bartlos und schmaler als die meisten Kobolde. Dafür hatte es eine schwarze wilde Haarmähne, hellblaue schrägstehende Augen und spitze Ohren. Seine grüne Kleidung sah wie eine Uniform aus und an der silbernen Kette um seinen Hals schimmerte ein Abzeichen. »Bornack?« fragte er zweifelnd. »Das konnte unmöglich der Kobold sein, der ihnen helfen sollte.« »Von der langsamen Sorte also?« entgegnete dieser und kehrte ihnen den Rücken zu. »Besser, ich gehe alleine los, ihr seid mir nur ein Klotz am Bein.« Ohne auf sie zu warten, marschierte er auf einen Hügel zu. »Wow«, stieß Harry hervor. Man hatte ihn ja schon vieles genannt, aber ihm Dummheit zu unterstellen, das hatte schon lange niemand mehr gewagt. »Was für ein arrogantes«, schnaubte Draco auf. »Kommst du? Wir wollten helfen, schon vergessen?« Und er beeilte sich, dem Kobold zu folgen. Ärgerlich presste Harry die Lippen zusammen, spürte den Zorn durch seinen Körper jagen und knirschte mit den Zähnen. Der Kobold war schnell. Wenn er Draco nicht aus den Augen verlieren wollte, musste er ihnen wohl oder übel folgen. Ende Teil 1.